Hallo, 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 einen wunderschönen Dienstagabend wünsche ich dir. Wie viel Uhr haben wir? Deutschland, Zeit 19:45. So schön, dass du mich hier gefunden hast. Und ob live jetzt dabei oder als Aufzeichnung, lass uns mal über dein heimisches Bücherregal sprechen und über die vielen kostenfreien E-Books oder PDF-Dateien, Anleitungen, was auch immer sich da so in den Tiefen deines Universums auf dem Computer befindet. Ist ja nicht so, dass sich das auf meinem Computer nicht befindet, wie bei dir auch. Und was das mit deinem Seelenplan zu tun hat, beziehungsweise mit dem freien Leben, von dem du schon so lange träumst. Es ist einfach so, dass das Wissen, was es braucht, um wirklich frei und selbstbestimmt zu leben, das ist ja in diesem universellen Feld irgendwo abgespeichert. Und du kennst das bestimmt genauso gut wie ich. Wenn ich an mein Bücherregal im früheren Leben noch in Deutschland denke, eine ganze Wand voll, zwei Reihen hintereinander. Oh, ich habe einen ganz schwarzen Daumen hier noch, sehe ich. Ich habe heute Mittag Artischocken geputzt. Schwarzen Daumen gekriegt. beim Bücherregal war ich. Ein Bücherregal, gefüllt die ganze Wand entlang und zwei Reihen. Also massenweises Wissen zu den Themen selbstbestimmt leben, finanziell frei werden, Blockaden lösen, bei sich selbst ankommen, Numerologie, Enneagramm, System stellen, oh, keine Ahnung was. Wird den Rahmen jetzt sprengen, hier alles aufzuzählen. Dann gab es auch noch ganz viele Zertifikate und Ausbildungen und Bescheinigungen, die ich noch gemacht habe. Und auf dem Computer gab es ganz, ganz viele kostenfreie Anleitungen, E-Books, Auszüge und zu genau den gleichen Themen. Warum bin ich mit diesem ganzen Wissen, was ich mir da angelesen und angehört habe, DVDs kommen noch dazu, Videoanleitungen, was es damals noch so klassischerweise gab als DVD. Das findet man ja heute in Form von kostenfreien Webinaren auch im Internet. Oder auch CDs, Hörbücher, ja, also wo man unendlich viel Wissen sich aneignen kann, Anleitungen, Schritt für Schritt Anleitungen, alles Mögliche, findet für kleines Geld. Und das kennst du ja bestimmt auch. Ist ja mit an ziemlich grenzender Wahrscheinlichkeit bei dir auch so, dass du davon so einiges in deinem universellen Feld, in deiner Wohnung und am Computer hast. Warum bringt uns das alles nicht weiter? Das sind Dinge, die wir lesen, die wir mal für kleines Geld oder eben zum Nulltarif irgendwo ja uns gekauft haben oder bekommen haben, geschenkt bekommen haben, wie auch immer, die vor allem auch nicht individuell auf uns abgestimmt sind, weil jeder von uns hat ja doch nun mal so eigene Themen, die er mit hierher gebracht hat, die es zu lösen gilt, die es zu transformieren gilt. Jeder hat seinen eigenen Seelenplan, die eigene Mission, schaut bei jedem ganz individuell anders aus, weil jeder hat ja seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Identität. Warum bringt uns das alles nicht weiter? Nicht nur, weil das dann nicht individuell auf einen abgestimmt ist, sondern weil es einfach mal irgendwo ein Buch 15 Euro, 20 Euro, 50 Euro gekostet hat, das Webinar kostenfrei ist und. Wir sind nun mal so gestrickt, dass wir dann nicht zu 100% committed sind,
selbst wenn die Anleitungen auf uns abgestimmt wären, was sie ja definitiv nicht sein können, weil im Buch kann ja nur für die Masse pauschal Schritt für Schritt Anleitungen weitergegeben werden oder Wissen zu den Naturgesetzen zu manifestieren und. Wir sind nun mal so gestrickt, dass wir da nicht so committed sind, zu 100% wirklich alles umzusetzen. Wir lesen das, ah ja, ist interessant, denken vielleicht mal noch 2-3 Minuten drüber nach oder einen Tag, aber wir setzen es einfach nicht um. Sodass wir damit nie und never Resultate erzielen können. Das ist einfach definitiv de facto nicht möglich, war bei mir auch nicht möglich. Falls es jetzt in dir denkt, ich bin da anders, auch wenn ich was kostenfrei krieg oder für kleines Geld, ich setze es trotzdem um, dann Wahrheit würdest du wahrscheinlich jetzt hier nicht meinen Worten lauschen, weil du dann ja definitiv schon in dem freien Leben angekommen wärst, wo du eigentlich hin möchtest. Erster Punkt. Lass uns mal radikal ehrlich miteinander sprechen. Und der zweite Punkt ist, vielleicht hast du schon mal, vielleicht ist auch schon lange her, in der Kindheit oder im Jugendalter mal irgendwie einen Sport betrieben, sei es Tennis, Tischtennis, Federball, Badminton oder was da alles so gibt. Und holen wir mal das Beispiel, du spielst jetzt, holen wir mal ein ganz simples Beispiel, Badminton. In meiner Jugendzeit hieß das nicht Badminton, da hieß das Federball. Kennst du ja wahrscheinlich auch noch. Und du spielst mit deiner Freundin einfach so übers Netz ein bisschen hin und her. Nach einer halben Stunde habt ihr keine Lust mehr, da hört er auf. Jetzt haben wir die gleiche Situation nochmal und er kommt auf die Idee, du mit deiner Freundin, wir spielen jetzt mal nach Punkten. Wer zuerst 20 Punkte erreicht hat, hat gewonnen. Wahrheit. Bist du dann anders motiviert und wirst versuchen, den ein oder anderen Federball nochmal auf die andere Seite zu bekommen, weil du ja gewinnen möchtest. Du möchtest ja als erstes die 20 Punkte erreichen, richtig? Und jetzt stell dir mal vor, es geht um 10.000 oder 100.000 Euro, ist egal, welchen Betrag wir da jetzt nehmen. Und wer zuerst die 20 Punkte erreicht hat, der kriegt sofort 10.000 oder 100.000 Euro ausbezahlt. Wahrheit, würdest du dich dann anders beim Federballspielen ins Zeug legen, wie wenn es um nichts geht? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Das ist mir, ich glaube gestern Morgen war es, genau, so bewusst geworden und deshalb will ich das ja unbedingt mit dir teilen, um mal die Augen da ein bisschen zu öffnen. Ich war mit unserer Tochter morgens zum Beachball spielen. Also das ist im Grunde genommen Tennis am Strand, im Sand. Und was wir ja regelmäßig auch machen, aber bislang einfach so eine Weile gespielt haben. Und irgendwann haben wir dann gesagt, so, entweder ist die Sonne zu intensiv, dass wir aufgehört haben, oder so, jetzt ist gut. Ne? Und dann kam sie auf die Idee, lass uns doch mal ein Punktesystem spielen. Einfach, wer zuerst 50 Punkte erreicht hat, hat gewonnen und was, oder wir spielen bis 50 Punkte und dann hören wir auf. Okay. Ich habe sofort gemerkt, dass ich in einer ganz anderen Energie war. Ich habe natürlich versucht, da wirklich auch zu punkten, um bei diesem Spiel als erstes die 50 Punkte zu erreichen. Und dann habe ich gedacht, wow, ich bewege mich jetzt viel intensiver als vorher, wenn wir nur einfach hin und her gespielt haben, weil ich wollte ja einen Punkt machen. Und dann dachte ich, wow, wenn es jetzt zum Beispiel um 100.000 Euro gehen würde, weil manchmal habe ich so das Gefühl, ich stehe da und gucke, wie der Ball kommt und der fliegt vor mir auf den Boden, aber ich bewege mich nicht oder versuche mal so ein bisschen den Ball zu kriegen, aber nicht mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Das kennst du wahrscheinlich genauso. Vor allem, wenn man dann schon lange nicht mehr so einen Sport auch betrieben hat,
Dann steht man wie angewurzelt da und guckt, wie der Ball plötzlich auf den Boden fällt. Und dann dachte ich, wow, wenn es jetzt um 100.000 Euro gehen würde, dann würde ich meinen süßen Allerwertesten noch ein bisschen mehr bewegen. Und warum teile ich das jetzt mit dir? Du bist auf der Suche nach dem freien Leben, von dem du schon so lange träumst. Deine Seele schickt dir wahrscheinlich schon auf der körperlichen Ebene schon so einige Botschaften. Im medizinischen Bereich spricht man von Krankheiten oder Krankheitssymptomen. Ich spreche lieber von Disharmonien, wo deine Seele dich darauf aufmerksam machen möchte, hey, jetzt korrigier doch bitte mal deinen Weg. Entdecke doch bitte mal den wahren Grund deines Daseins hier und begib dich auf den Weg deines Herzens. Folge dem Ruf deiner Seele. In meiner Welt ist das der Seelenberuf. Und hol dir die Anleitung, wie du wirklich in dein freies Leben startest. Das funktioniert einfach auf dem Weg in meiner Welt aufgrund meiner eigenen Erfahrung von den vielen Frauen, die ich da schon begleiten durfte und auch bei mir selbst. Wenn du jemanden an deiner Seite hast, die dort ist, wo du hin möchtest, die dir eine genaue auf dich abgestimmte, die dich quasi an die Hand nimmt und eine genau auf dich abgestimmte Anleitung dir auch gibt, dass du Schritt für Schritt einfach nur umzusetzen brauchst und wo du auch immer wieder Fragen stellen kannst. Hey, dazu habe ich eine Frage oder damit komme ich nicht klar oder da kommt jetzt gerade was auf. Das heißt mit anderen Worten, dass du nicht für dich im stillen Kämmerlein da irgendwas versuchst hinzubekommen, von A nach B zu kommen. Weil das ist ja das, was du schon die letzten Wochen, Monate, vielleicht sogar schon Jahre versuchst umzusetzen. Nur das bringt dich wirklich von A nach B. Und dann sind wir jetzt nochmal bei dem lieben Commitment, sprich bei der Geldenergie. Solange es quasi um nichts geht, dass du nicht bereit bist, in dich zu investieren und einfach mal nur hier und da guckst, kann sich auch nichts verändern, weil einfach das Commitment fehlt. Denk an das Beispiel mit Federballspielen. Wir werden die Dinge dann einfach nicht so umsetzen, mit anderen Worten, du wirst das alles nicht so umsetzen, wie es erforderlich ist, dass du wirklich Resultate erzielst, dass du wirklich all das, was an Prägungen, an Themen, an Hindernissen in deinem Zellbewusstsein verankert ist, da ist ja so viel über uns alle gestülpt worden, in allen möglichen Bereichen, vor allem auch im Hinblick auf die liebe Geldenergie, das kann einfach dann nicht gelöst werden. Das heißt, du wirst nicht auf dem Weg deines Herzens da ankommen und wirklich in das freie Leben kommen, wo du eigentlich hin möchtest. Das kann nicht funktionieren. Das kann nur funktionieren, wenn du dich wirklich committest, bereit bist, in dich zu investieren und diesen Weg auch zu gehen mit jemandem, in dem Beispiel ich, weil du bist ja jetzt nun mal hier vom Universum zu mir gelenkt worden, da kann ich dich wirklich 1A begleiten, damit du andere Resultate erzielst. Und ganz, ganz wichtiger Aspekt, du darfst dann schon, und das machen wir auch gemeinsam, Gleiches zieht Gleiches an. Solange du in der Mangelenergie bist, solange du in der Energie des Suchens bist, solange du in der Energie der Unzufriedenheit bist, solange du in der Energie von Mangel an Energie, grundsätzlich Energielosigkeit bist, Müdigkeit, dich angespannt fühlst und, solange sendest du das ans universelle Feld aus. Also Gleiches zieht Gleiches an, das sind Naturgesetze, denen kann sich niemand von uns entziehen, wirst du immer mehr davon in dein Leben ziehen. Du kannst damit keine anderen Resultate erzielen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, was wir gemeinsam machen, wo du eine ganz klare Anleitung unter anderem von mir auch bekommst, wie du jetzt schon in die Energie hineinkommst, stabil, die es braucht, um die Energien auch in dein Leben zu ziehen, weil es ist ja nun mal alles eine große Energie. Wir sind ja alle Energiewesen.
um jetzt schon in die Energie zu kommen, die es braucht, dass du die Resultate auch in dein Leben ziehst, beruflich, gesundheitlich, privat, die du gerne hättest. Mit anderen Worten, dass du auch in dem Leben ankommst, wo die Reise hingehen darf. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch beim Manifestieren, was so in aller Munde ist. Da gibt es ganz klare Schritte, die aufeinander abgestimmt sind und auch müssen, damit du da wirklich Resultate erzielst. Das ist genau das, was es braucht, um wirklich mal da anzukommen, wo du hin möchtest, in dem freien, selbstbestimmten Leben, von dem du schon wahrscheinlich Wochen, Monate, vielleicht sogar schon Jahre träumst. Wenn du jetzt sagst, ich würde da gern mehr zu erfahren und auch wirklich bereit bist, jetzt die nächsten Schritte zu gehen und sagst, ja, ich pack's jetzt an, ich will jetzt wirklich mein Leben verändern, dann schreib mir eine persönliche Nachricht und ich lasse dir da weitere Informationen zukommen, wie so eine Begleitung ausschaut, auf dich abgestimmt, damit du da jetzt wirklich mal in dem Leben ankommst, wo du hin möchtest, weil es ist wirklich, ich kann das nicht oft genug sagen, auch für dich viel, viel mehr möglich als das, was du bis eben für möglich hältst. Und du bist nicht hierher gekommen, um das Leben an dir vorbeiziehen zu lassen. Du bist mit einer einzigartigen Botschaft hierher gekommen, die in dir verborgen ist. Es ist so viel mehr Potenzial in dir verborgen als das, was du bis eben lebst. Und das möchte ans Licht, das möchte gelebt werden und das können wir zusammen machen. Also, schreib mir eine persönliche Nachricht, bekommst weitere Infos von mir und ja, lass uns da durchstarten. Hab Mut. Und komm noch in diesem Jahr da an, wo du eigentlich hin möchtest. Das machen wir dann gemeinsam. In diesem Sinne. Ciao, ciao.